Gänsehautmomente schon vor dem Anpfiff beim Kellerduell 17. gegen 18. Die Duisburger stehen hinter ihrem MSV. Hubkonzert, fast schon traditionell bei der Anfahrt der Mannschaft. Zwei Trainer unter Druck. Beide brauchen eigentlich einen Dreier. Ari van Lent nach 15 Saisonniederlagen und Pavel Dotschev bei seinem Debüt für die Duisburger. Aziz Bouadous aus Sandhausen gekommen mit der ersten Gelegenheit in der 6. Minute. Der Ball kommt zu Moritz Stoppelkamp und Joe Coppens im Tor der Hachinger. Pavel Dotschev hatte ja durch die Verzögerungen, durch Spielabsagen 3 Wochen Zeit, sich an seinen neuen Kader zu gewöhnen. Und das scheint gelungen zu sein. Stoppelkamp mit dem Zauberfuß auf Aziz Bouadous. Das insgesamt 50. Profitor. Er soll den MSV vor dem Abstieg retten nach der Verletzung von Vermeij. Noch einmal die klasse Vorarbeit in der 9. Minute von Stoppelkamp. Und dann abgezockt der insgesamt 50. Profitreffer von Aziz Bouadous. Eiskalt. 1:0 für den MSV. Immer wieder das Hubkonzert der Fans von vor dem Stadion zu hören. Aber Haching wehrt sich. Die Mannschaft ja mit großen Problemen auswärts. Der letzte Sieg in Duisburg 2004 war es. Und dann diese Szene. Ansbach, 19. Minute, der Ausgleich. Klasse, Lebenszeichen der Hachinger. Erst holt Ansbach den Ball im Mittelfeld selbst, spielt auf Schwabel und Schwabel mit seiner 9. Vorbereitung. Und dann genauso abgezockt wie Bouadous, Ansbach mit dem 1:1, sein 4. Saisontor. Keine Chance für Leo Weinkauf im Duisburger Tor. Dann die nächste Szene, wieder Ansbach. Achtung, Aluminium. Und dann Dominik Strohengel. 2:1 für die Hachinger, aber ein Pfiff. Die Fahne oben. Strohengel zeigt an, nee, nix da. Und wir schauen und halten das Bild an, hier jetzt. Und wenn man die Rasennaht sieht und den Elfmeterpunkt berücksichtigt, ist das nie und nimmer abseits. Pech also auch noch für die Hachinger. Ari van Lent, nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner ersten Mannschaft im ersten Durchgang. Aber er musste lange warten. Dominik Strohengel mit diesem Versuch gegen Leo Weinkauf auf dem Posten. Eine der wenigen Hachinger Offensivszenen im zweiten Durchgang. Und immer wieder zu hören, das Hubkonzert der MSV-Fans. Frei mit diesem Test. Joe Coppens besteht den aber ebenfalls. Der Willen bei beiden Mannschaften spürbar. Beide brauchten eigentlich einen Dreier. Und dann wurde mehrfach gewechselt. Comeback für Pepic nach langer Verletzungspause und Connor Krempiki. Die Szene quasi ungekürzt. Der Ball kommt über Tomic. Auf eben Connor Krempiki. Das Tänzchen gegen Joe Coppens. Zwei Mann auf der Linie. 2:1. Der Schuss ins Glück für den MSV. Erstes Saisontor in der 79. Minute. Entscheidend hier dieses Gefühl gegen Joe Coppens. Und dann mit Auge in die lange Ecke. Das war's für Pavel Dotschev. Pavel Dotschev startet mit einem Dreier in Duisburg. Und Ari van Lent verliert zum 12. Mal in Folge mit nur einem Torunterschied. Das 2:1 war kein Abseits, glaube ich, vor. Und dann fällt, da kommt auch alles ein bisschen gegen uns. Und man muss sagen, ich glaube, vielleicht zweite Halbzeit war es ja, beide Mannschaften so ähnlich gut. Aber ja, ein langer Ball und wir passen nicht auf und wir verlieren das Spiel 2:1. Ich denke schon, dass wir noch Luft nach oben haben, auf jeden Fall. Aber da müssen wir jetzt Ball flach halten, wie man sagt, und die Woche sehr hart arbeiten. Weil das war jetzt mehr oder weniger schon ein verdienter Sieg, aber hätte auch anders ausgehen können. Das war nicht so deutlich, sage ich mal so. Das ist Abstiegskampf in Liga 3. Unterhaching ist nun gefordert, im Derby gegen 1860 München dringend einen Dreier zu holen. Und Pavel Dotschev, ja, er springt mit dem MSV endlich über den Strich. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.